Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf dem Drei-Sterne-Hof. Ja, wir sind hier dabei, unseren zweiten Frühlingstag optimal zu gestalten. Das wird in dieser Folge auf jeden Fall sein, dass wir den Schlüter vom Feld 12 zurückholen werden. Wir werden mit dem Deutz hier werden wir düngen auf der 12. Und ja, müssen wir mal gucken, wie weit wir damit kommen, diese Folge. Ich denke, da wird schon einiges passieren heute. Und dann müssen wir mal schauen. Ich habe ein Video gesehen, worüber ich ja schwer begeistert war. Und zwar haut hier Schlüter-Fan wieder 3 neue Geräte raus. Und ich denke, davon wird auch das eine oder andere bei uns dann auf dem Hof Platz finden. Also momentan gibt es ja das Schlüter-Pack Version 3 und das gibt dann ein neues, oder soll ein neues geben, wo 3 neue Modelle dann, 8-Zylinder mit dabei ist und so ein Prototyp-Testgerätschaft da, würde ich einfach mal sagen. Wo will ich denn hin? Ich bin noch viel zu weit. Und er verschwindet einfach im Wald. Das hat er sich ja toll ausgedacht. Wieso fahre ich denn einfach stumpf hinterher? Mein Gott. Einfach so am Erzählen gewesen. Und Gott und die Welt vergessen. Wir fangen hier an. Naja, hier. So. Ja, wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, dass wir hier wahrscheinlich dann nochmal ein Darlehen aufnehmen werden und nochmal einen zweiten Schlüter dann hier auf dem Hof begrüßen dürfen. Weil ich finde die Geräte einfach nur pornös. Wir sind hier im Südosten, sehe ich gerade. Wir fahren Richtung Westen, ohne Vorgewende soll das Ganze stattfinden. Genau so nämlich. Und dann sollst du düngen und säen. Und du fängst am ersten Wegpunkt an. Auf geht's. Wie sieht's aus? Sehr gut. Viel Spaß dabei. Okay. Kommen wir zum Nele ist auch fertig. So, die macht jetzt erstmal Pause. Und wir fahren mit dir. Wo fahren wir denn hin? Wo fahren wir denn hin? Da. Ja. Das war jetzt die 10. Die 9 ist fertig. Auf die 11. Der 11 ist noch nichts, ne? Nein. Können wir auf der 11. Weiz und Gerste haben wir da jetzt drauf. Was ist denn mit Raps? Bisschen was zum Geld verdienen. Ne? Oder Sonnenblumen. Aber ich glaube, Sonnenblumen ist auch noch zu kalt. Mal gucken. Raps braucht 5 Grad. Passt also. Sonnenblumen passen auch. Gerade so. Aber brauchen wir Sonnenblumen? Sonnenblumen ist halt die Frage. Wir haben halt nichts, wo wir Sonnenblumen einsetzen könnten. Schweine haben wir nicht. Da würde ich doch mal sagen, gucken wir mal. Sonnenblumen. Oh, da kriegen wir natürlich richtig Geld für. Wo zum Teufel ist der Kompostankauf? Habe ich immer noch nicht nachgeguckt. Würde denn Sinn machen, wo der Kompostankauf ist? Irgendwo doch. Hofankauf. Farm-BGA, Scheune.
springen da gleich einfach mal hin. Milchverkauf wird es definitiv nicht sein. Ich kann mir nur vorstellen, dass das hier hinten irgendwo ist, ne? Warte mal. Erde hoch, ne? Kompostmaster, so, ja, Milchproduktion. Nö. Egal. Erstmal hier schön zum Feld Nummer 11. Und dann schmeißt man da einfach mal mit Raps. Raps, wie steht der? 1250 gerade geklettert. Wenn ich Sonnenblumen mache, brauche ich noch ein anderes Schneidwerk für einen Drescher. Was kostet das? Hallo, hallo. So, Schneidwerk. 12.000. Naja, gut. Ist jetzt noch nicht so schlimm. Oh. Ja, oh, besser. Ja, dann machen wir halt Raps. Dann haben wir schön abwechslungsreich hier auf jeden Fall das Ganze gestaltet, was dann Aussaat betrifft. So, jetzt drehen wir hier mal einen Schlenker. Und dann kann Nele schon mal lossatteln. Ich guck, na, weil wir machen das anders. Ich gucke jetzt noch mal nach, sicherheitshalber. Raps 5 Grad, alles klar, passt. Gut, alles klar, Nele. Du darfst losfahren. Auf geht's. So, und dann holen wir hier den Schlüter ab. Auch noch mal schön eine Wiese, ne? Die Wiese 14, die können wir dann auch noch mal beackern. Was mache ich denn? Ich würde doch so umdrehen hier. Wuppdiwupp. So läuft es auch schon mal besser hier. Du bist auch zugange. Ah, es müsste echt noch ein bisschen wärmer sein, ne? Und ab zum Hof. Ich glaube, gepflügt haben wir jetzt ja alles, ne? Das heißt, wir haben jetzt auch erstmal lange, lange Zeit Ruhe. Bis zum Winter wieder. Wir fahren einfach mal hier am Wiesenrand lang. Der kürzeste Weg jetzt einfach in diesem Fall. So, Sesam, öffne dich. Und im Flug müssen wir jetzt noch ein neues Zuhause geben. Ja, ich denke mal, hier neben dem Gruber kann er stehen. So nämlich.
Gewicht vorne sieht aus wie so ein Fremdkörper, ne? Ich glaube auch, da müssen wir mal gucken, dass wir dann hier das originale Gewicht nehmen. So, du stehst. Scheiße aus, ganz ehrlich. Da müssen wir uns nichts vormachen. Eieiei. Was kostet denn das original Schlütergewicht hier vorne? 750 Kilo, 1300. Wir verkaufen das Ganze oder wir nehmen das hier. Das ist aber noch günstiger. Komm, wir fahren eben zum Shop und holen mal ein neues Gewicht. Das geht gar nicht. Das geht echt nicht. Das war ja jetzt auch nur aus der Not herausgeboren, weil ich ja die letzten Folgen versucht habe, einen Flug zu finden, der hier passt und so weiter. Und dann hat man immer das oder festgestellt, dass die Flüge hinten am Attacher quasi ein bisschen zu tief hängen und der, auch wenn nichts zu sehen war, über den Boden schleifte und dann ich halt nur hier 10 km/h fahren konnte. Und dann habe ich das Ganze halt versucht, vorne einfach mit einem Gewicht auszugleichen, sodass er vorne halt ein bisschen tiefer hängt und hinten dadurch vielleicht ein bisschen höher kommt, aber ja, wie es halt so ist, es sollte nicht klappen, mein Vorhaben. Und deswegen einfach jetzt über diesen Weg dann das Ganze optisch wieder ein bisschen herzustellen, sage ich jetzt mal. Und wir holen dann einfach hier ein Originalgewicht. Gefällt mir dann auf jeden Fall besser. So, mal eben aussteigen. Dann verkaufen das gute Stück mal. Zack, weg damit. Und wir kaufen dann gleich ein neues. So, jetzt ist die Frage. Bitte hier, ne? Oder Titte. Weiß ja nicht, kann ich hier? Doch, da vorne ist noch ein Zug mal mit dran. Da kann ich dann auch noch mal einen Drehschemel mit dran klatschen. Das würde gehen. Gut. Zack. Alles klar. Dann können wir hier schon mal wieder besser mit, also optisch besser mit arbeiten. Wie sieht denn das jetzt aus? Ja. Guck mal. Wird zwar noch schöner aussehen, wenn die Fronthydraulik dann mit dran wäre, aber man nimmt ja, was man kriegen kann. So. Auf wieder zum Hof und dann können wir hier eigentlich schon mal die Maisdrille dranhängen. Können gucken, ob die soweit voll ist. Und dann müssen wir eigentlich nur noch darauf warten, dass ja, der Boden ein bisschen wärmer wird. Und dann können wir dann endlich den Mais ausbringen. Es muss definitiv jetzt in den nächsten 2 Tagen passieren. Ansonsten wird es zu spät und wir können nichts mehr oder nicht mehr garantieren, dass das Ganze bis Ende des Jahres dann fertig ist. Dann kommt auch immer noch das Problem dazu, was werden wir im Herbst für Wetter haben. Sieht ja soweit jetzt erstmal in der Vorhersage soweit aus, dass wir zumindest für den 2. und 3. Herbsttag schönes Wetter kriegen. Beziehungsweise trocken, es regnet halt nicht. Das ist ja schon mal, das ist ja eigentlich schön für den Herbst. Und ja, den ersten Herbsttag können wir definitiv vergessen. Das wird wohl nichts werden. Aber jetzt springen wir noch schnell zum Deutz. Und wir machen in der nächsten Folge dann hier die Drille eben fertig.
Die ist voll. Naja. Umso besser, dann können wir direkt loslegen. Jetzt springen wir nochmal schnell zum Deutz, gucken, was er für ein Problem mit seinen durchdrehenden Reifen hat. Ach, herrje. Ach, herrje. Da geht's nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Da stecken wir fest. Da muss... Wie machen wir das denn? Abschleppstange, ne? Kriegen wir den dann da raus? Was ist, wenn ich dich abkuppel? Geht dann irgendwas? Da tut sich gar nichts. Ach, herrje. Naja, dann alles klar. Dann wissen wir schon, dass wir hier auf jeden Fall tätig werden müssen. Freunde, das war's für diese Folge. Ich würde mich auch wirklich drüber freuen, wenn ihr auch eins meiner anderen Videos angucken würdet, wenn wir uns dort dann wiedersehen. Vielleicht auch in einem anderen Let's Play mit modernen Maschinen. Dann guckt euch einfach mal die Tanneberg-Reihe an. Und ansonsten lasst mir ein Like da, lasst mir ein Kommi da, lasst mir ein Abo da. Wenn nicht alle drei auf einmal, dann auch gerne nur eins davon. Ich würde mich auf jeden Fall über alle freuen. Bis dahin macht es auf jeden Fall gut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao!